Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, mal wieder anders aus dem Fangpart. Was? Und ja, wir sind hier in Score City und man kann doch da unten links sehen. Ich habe da, glaube ich, in einem Fangpart so erwähnt, dass ich kurz davor war, ein Part aufzunehmen. Und ja, ich habe noch ein Tortula oder wie auch immer Ding heißt gefangen und Tortonator, glaube ich. Und ja. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt mal die Story weiter. Ihr könnt euch ja meinem Pokédex mal sehen, falls ihr die Fangparts nicht verfolgt. Und zwar 319 gefangene Pokémon von 347 bisher gesehen. Denn cool, ne? Und ich habe außerdem in der Naturzone diese. Kennt ihr das, wenn diese Strahlen aus diesen Dingern da rauskommen? Aus diesen, was weiß ich, was das sein soll, Becken. Und ja, ich habe einige von diesen Kämpfen gemacht, wo du gegen so Dynamax Pokémon kämpfen muss, und ja, war jetzt nicht so schwer. Ich habe so Level 4 und 5 war versucht. Ja, ich habe ein neues Teammitglied und ja, die habe ich jetzt alle, also nicht alle, ich habe ein paar davon bekämpft. War jetzt nicht so schwierig. Ich bin mit Galagladi da reingegangen, weil ich Level 70 war, oder wie ihr ihn kennt, vielleicht den Fänger. Und ja, das macht es ein bisschen einfach. Ist irgendwie merkwürdig, dass ich ein stärkeres Pokémon hier in der Bank habe, während ich hier, weil ich mit noch Level 50er Pokémon rumlaufe, aber ja, ich werde nicht hier durch die Story durchrushen oder so. So, Magikasam, das ist eine, das muss jetzt niemanden hier was sagen, das ist eine Anspielung an Tales of Berseria, wo einer der Hauptcharaktere eine Hexe ist und schon so ein bisschen so aussieht vom Farbschema. Und ja, was die, da war so ein alt Spruch, den sie andauernd gesagt hat. Wenn ihr wissen wollt, worauf das eine Anspielung ist, auf meinen Banner, auf meinen Kanal-Banner, da wo, weiß ich nicht, Luigi, Crash Bandicoot und so drauf sind, ja, die zweite von links müsste das sein, ja, dieser Charakter. Also falls ihr mal sehen wollt, worauf sich das bezieht. Und ja, war ein interessantes Pokémon. Ich habe jetzt 10 Pokémon, von denen ich auswählen kann, so in mein Team. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit der Story. Wir wussten, ah, da ist ja der, ja, sein Nummer des Ness, ja, Ness. Irgendwann ist ja im Hotel passiert, glaube ich. Und ja, wir sollen mal da kurz nachgucken, was los ist. Und da ist hopp, es ist jetzt schon wieder los. Ich bin immer noch fix und fertig von einem Kampf gegen Daniro. Teamial ist jetzt offiziell Fanclub von Daniro. Mary, wir brauchen euch beide, deine Hilfe, auch deine Hilfe. Mein Gott, ich bin zutiefst gerührt von eurer Familienbande, aber euch hat niemand um Hilfe gebeten. Olivia, Liga Präsident Rosé befindet sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Champ. Zwei dürfen auf keinen Fall gestört werden. Mein Funken ist der Zutritt vom Rosé Tower ohnehin verwehrt. Um ihn mit dem Monorail zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. So wird gewährleistet, dass der Liga-Präsident nicht mit ungeladenen Gästen abplagen muss, solange er sich im Rosé Tower auffällt. Ich werde den Schlüssel ein von mir gewählten Mitglied des Liga-Personals anvertrauen. Euch ist sicher nicht entgangen, dass der Liga-Präsident solche Spielchen mag. Und ihr erkennt, welches Mitglied des Liga-Personals den Schlüssel hat. Tja, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Ich bin am Meister der Tarnung, versucht nur mich zu finden. Warum sagst du das überhaupt? Bettelt ja darum, dass wir das finden. Na toll, und was jetzt? Warum auch einfach, wenn es kompliziert geht? Aber hey, das wird uns nicht aufhalten. Timiel hilft bei der Suche. Wir sind, also wir sind immerhin der offizielle Fanclub von Daniro. Perfekt, ich suche hier gegen von dem Stadion ab. Ich habe keine Fans. Okay, wie sieht's aus? Gehen wir erstmal zusammen zum Bahnhofsplatz. Ja, keine Ahnung. Warum nicht? Super, solange alle mithelfen, schaffen wir es mit Links, den Rosé Tower zu erreichen. Wenn du das sagst. Okay, lass uns diese bösen Angestellten der Pokémon-Lehrer möglichst schnell finden. Der Typ hat eine abgefahrene Sonnenball auf, wenn ich mich nicht täusche. Der da sitzt. Das ist jetzt nicht der da sitzt, ne? Endlich hat der Champ-Kampf begonnen. Manchmal haben wir so viel zu tun, dass ich am liebsten blau machen würde. Sind auffällig viele von ihnen. Mit mir zu reden wird wohl kaum dabei helfen, den Bösen aufzuspüren, oder? Also schnapp ihn dir. Ich schnapp ihn mir, ich schnapp sie mir alle. Hm.
Bist du der? Der Leo soll den Champion führen, wo ein wichtiges Gespräch. Ein bisschen neugierig bin ich ja schon. Bist du Thaddäus? Ja, nee. Aber lass mich raten, du bist das, weil du uns nicht anguckst, ne? Hm. Hey, Daniro. Du bist ja super verdächtig. Er will mir einfach nicht sein Gesicht zeigen. Sag doch mal was, um ihm aufzuschrecken. Dann dreht er sich bestimmt um. Sape, verdeppe, drip. Ich habe den Schlüssel gefunden. Was? Mist, ich habe mich umgedreht und jetzt bin ich auch noch umzingelt. Na schön, daneben wird eben gekämpft. Du bist hier und ich bin hier. Und ja, Mac will von Makrokosmos was? Was für ein Ding? Wir haben ja Stahl, das ist jetzt nicht so gut, glaube ich. Man hat Dinge mal Psychophä, ne? Also mein. Ja, okay, alles ab. Igni. Mach du mal den Typen platt. Und den Bart. Knuddler. Nein. Ich bin Fußballer, ich darf keine Beziehung haben. Wir feuern dich an. Okay. Ihr seid die Besten. Okay. Warum nicht? Jawohl, Mary feuert mich an. Oh, schön. Gut. Oh, gibt's. Vermicula. Wow, du bist sowas von tot. Ja, Nitro-Ladung. Vierfach effektiv. Du bist weg. Alles klar, das war einfach. Okay. Knirscher. Oh ja, endlich mal eine stärkere Unlichtattacke. Schon gewundert, ey. Will von Markus Kosmos. Hätte sie mich nicht so früh ausgezählt, hätte ich mich niemals umgedreht. Oh. Hab ich aber. Ich hab's, ich versteck mich einfach, da kommt niemand an den Schlüssel. Oh. Hey. Boah, hatte der ein Tempo drauf, wo ist er jetzt bloß versteckt hält, ey? Wo ist jetzt bloß versteckt hält? Oh, ich lass mich raten, wo der ist. In der Telefonzelle. Wie viel war wetten, dass er in der Telefonzelle ist? Oder auch nicht? Okay, Dreck. Der Mülleimer. Nein. Dann im Gully. Okay. Was hast du gerade gesagt? Keine Ahnung, nach was wir suchen? Ist er immer noch hier oder muss ich? Ja, der wird ja wohl irgendwo links sein, ne? Also kann man da lass mich durch. Ja, ich dachte, da kann man durch. Wo könnte er sich verstecken? Das ist doch bestimmt nicht so auffällig, ne? Wir reden ja von Pokémon. Keine Ahnung. Erstmal die Treppen hochfahren mit meinem Fahrrad. Wo könnten der sich verstecken? In der Telefonzelle. Nein. Vielleicht ist er immer noch auf dem Platz. Die ganzen Hauptcharaktere sind da, also Hauptcharaktere. Ich boah, geh mir aus dem Weg. Voll gerammt, ey. Ich bin nicht vorbei. In den Mülleimer. Nein. Ja, die einen Oliver Fanclub gründen wollen. Okay. Hast du eine Ahnung? In diesen bösen angestellten Pokémon, den nirgendwo sonst finden können. Das heißt, er muss sich hier in der Nähe versteckt halten. Okay. Also jetzt mal an, das ist jetzt hier auch
Mary, hilf mir. Boah. Ich bin immer noch der Meinung, ob ich hier richtig nachgeguckt. Ja. Also ich hoffe, mit der befindet sich irgendwo hier, bezieht sich ja noch auf den zweiten Suchversuch hier, ne? Ja, es kommt schon. Im Gulli hier, nein. Frage ist, sehe ich den auch dann oder? Das ist immer so eine Sache. Das ist ein netter, etwas antiklimaktischer Part gerade. Ich habe mich irgendwie ein bisschen mehr auf Action so gefreut, versteht? Verstehst du, was ich meine? Ja, super. Ah, wo ist er? Was? Der kam gerade wieder von da. Wichtiges Gespräch. Hier gibt mir aber auch irgendwie niemanden Tipp. So, oh, ich habe so einen Typen gesehen, der hat sich da irgendwie versteckt oder so. Also, was soll ich denn wissen, wo der sich befindet? Ey? Ich habe jetzt hier alles nachgeguckt, also ich habe jetzt ja nichts gefunden. Wo soll ich jetzt wissen, wo der ist? Irgendwo hier. Weil die hocken immer noch alle da, deswegen weiß ich jetzt nicht, ist der jetzt irgendwo da, ist der jetzt irgendwo anders hingegangen. Ein bisschen doof geregelt, finde ich gerade. Jetzt einfach mal in dieses Grasfeld da, was dann auch war auf der rechten Seite, und was ich jetzt auch nicht. Mal guck ich mal an, wie groß die Stadt hier ist, ey. Weil er ist nach links gelaufen, also muss er ja irgendwo links von diesem Platz sein, nehme ich an. Und ich hoffe ja, ich sehe den irgendwie von irgendwo, wenn ich an dem vorbeilaufe. Nur. Los, komm. Ich guck schon dahinter in Bäumen, aber. Boah. Du, gib mal einen Tipp. Boah, der hat einen Tempo, wo der jetzt bloß Versteck hält. Sei er drin. Ja, haben Sie so einen Typen gesehen mit einer Sonnenbrille? Na, schauen. Jetzt ja nicht 20 Minuten. So einen blöden Typ mehr suchen, ey. Das ist auch voll kacke. Ja, der kann ich vielleicht mal versuchen. Wie, ich kann ja nicht Fahrrad fahren, Mann. Ja, und ich weiß jetzt nicht, muss ich jetzt hier, wenn ich Objekte untersuchen oder so. Aber den ja. Oh, wo ist denn der Mann? Hey, kann denn der sein, ey? Alter, 15 Minuten schon. Aber schon, das macht hier nicht so nervig, Kollege.
meine, er hat sich gerade vorhin links werden voll sichtbar gerade versteckt, also beim ersten Mal. Na, ist er irgendwo hier? Ey, da ist irgendwie gerade voll kacke gemacht. Ja, da mache ich mir falsch, ey. Ich kann mit die Düse nicht mit meiner Fahrt klingeln. Der muss doch noch irgendwo hier sein, ne? Muss doch irgendwo hier drin sein, ne? In diesem Ort. Was? Boah, ey, haben die jetzt schon wieder viel einfacher gemacht, als dann eigentlich ist. Ey, boah. Also Gefühl, ich denke mal zu kompliziert. War alles nach. Ey. Ich kann die auch nicht bekämpfen. Da gewusst, da ist voll dämlich. Ey. Rede vom Pokémon. Tun nicht irgendwie so krasse Dinger hier reinpacken. Ärgert mich jetzt schon wieder. Du schaffst es, yay! Los, Daniro. Oh schön, yay, yay. Lauter, yay, lauter, yay, yay. Okay, so. Knirscher, was, da ist ja niemand. Krieg ich von dir irgendwie diese Brille? Schattengläser, irgendwie ironisch. Stellabor, ja, du bist auch Stahl, ne? Na, guck mal her. Aber der setzt bestimmt jetzt auch Schaufeln. Pass auf. Gut. Sehr gut. Da pisst er sich einfach mitten in der Menge versteckt. Gibt's jetzt nicht, ey. Sandgrab. Auch nicht. Will von Makrokosmos. Da habe ich extra beim Weglauf meine Pokémon ausgewechselt. Wer, du versteckst jetzt noch mal. Ja, mich zwischen den Leuten zu verstecken war wohl nicht gut, aber jetzt werde ich mir richtig Mühe geben. Du findest mich nie. So, jetzt ist er in der Telefonzelle. Pass auf. Gott verdammt. Ach. Glückwunsch, du hast die Nadel im Heuhaufen gefunden. Pass auf, dass du dich nicht piekst. Hey. So einfach muss ich darüber nachdenken. Kassador. Auch wenn nur Stahl-Pokémon einsetzt, ich kann nichts damit machen mit meinem Pokémon. Ich weiß übrigens auch nicht, was. Warum kann ich davon? Ich habe noch nie gegen das Ding gekämpft. Na komm schon, du wirst schon klappen, wird schon klappen. Wir kommen. Psychogenese. Oh, ich liebe es, dass dieses alte Geräusch noch dabei ist. Hau. Ja, ist ja Fee. Wir glauben an dich, setz dich durch. Du bist die Beste. Sehr. So. Verstehe bis heute noch nicht, warum Stahl gegen Feen irgendwie, weil nicht effektiv sind. Okay, Stahl müsste ja gegen alles eigentlich, Gott, effektiv sein, ne? So, Lebenstropfen. Machen wir mal. Ja, wissen, wie viel du abziehst. Du ziehst dir auf bestimmt nicht mit einem Schlag weg, oder? Schaus hat nicht so einen hohen Angriff. Doch, da hat nicht mal die Hälfte geheilt.
Wow. Der Spezialangriff von hier ist super hoch. Also komm. Dieses Geräusch. Okay, ist gut. Ha. Voll antiklimatik. Wir haben schon ja gegen unsere Rivalen hier offiziell gekämpft, das letzte Mal. Dann kommt hier nur so ein Typ und meint, irgendwas reißen zu können. Hallo? Hilfe an Makrokosmos. Verstecken ist sinnlos, kämpfen ist sinnlos, da kann man nur noch wegrennen. Es ist vorbei. Es gibt keinen Ausweg mehr für mich. Hart denkst du? Ich habe keine Lust mehr, den Standpunkt von Olivia anzuhören. Aufgeben ist keine Option. Mal sehen, wie du mich schnappen willst, wenn ich ganz clever in die Monorail hüpfe. Bringt Hopp, ja Leute, wir müssen den Bahnhof belagern, damit dieser Typ uns nicht erwischt. Okay. Ja, ich weiß, wer das ist, der ganz rechte. Hallo. Jetzt ist der endgültig in der Falle. Gute Arbeit, Daniro. Das muss gefeiert werden. Am besten mit einem Song, damit ordentlich Stimmung aufkommt. Ein ganz simpler Sänger, so wie ich, singt für dich, für sich lieber. Boah. Ein ganz simpler Sänger, so wie ich, singt für sich simple Lieder und mehr nicht. Meine Lieder wurden nicht geschrieben, um euch Mut zu geben, ihr Lieben. Meine Liedern wird es nicht gelingen, euch Freuden oder Glück zu bringen. Doch singe ich sie immer wieder, meine schönen, simplen Lieder. Boah, Ness. Ness, ja, Mann. Hey, ist das nicht Ness? Hier gibt es etwa gerade ein Straßenkonzert? Meinst wohl eher Bahnhofskonzert? Egal, komm, lass uns näher rangehen. Oh. Da dreht sich um. Genau nicht. Was? Ness, wir haben den Schlüssel. Jetzt können wir mit der Monorail zum Rose Tower fahren. Daniro, hopp! Na los, macht schon. Das ist eure Chance. Macht was draus. Okay. Suche die bösen Liga angestellt. Okay. Der Rose Tower. Wie hoch ist der Kasten wohl? Wie hoch der Kasten wohl sein mag? Die Spitze verschwindet so in den Wolken. Ich bin größer. Okay, wie ist euer Plan? Team Werde und Ness haben mit den Typen der Pokémon Liga sicher noch alle Hände voll zu tun. Sind also auf uns allein gestellt. Gute Frage. Hast du eine Idee, Daniro? Gehen wir schon mal vor. Ich bin dabei. Je schneller wir Delion da rausholen, desto besser. Du willst schließlich noch beim Champ Cup gegen ihn antreten, nicht wahr? Dank dir haben wir es bisher geschafft, den Euro. Wir dürfen nicht nachlassen. So, Olivia muss man nicht verstehen, oder? Ich kaufe einfach nicht ab, dass diese Nummer mit den Monorail-Schüssen nur dazu da war, um den Liga-Präsidenten zu beeindrucken. Warum den Präsidenten in den Champ im Rosé-Tor festhalten will, ist mir auch ein Rätsel. Was geht? Mein Auftritt vorhin war der ultimative Kick. Die Menge ist abgegangen wie ein Spike-Fort. Nur eine Zugabe hat noch gefehlt. Seid ihr immer noch hier? Los geht irgendwie. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich bleibe hier mit meinem Bruder, damit er keinen Unfug anstellt. Wenn Hilfe braucht, findet uns hier. Komm, machen wir uns auf die Socken, Daniro. Was? Warum verbeugt er sich? Ich bleibe hier mit meinem Bruder, damit er keinen Unfug anstellt. Wenn Hilfe braucht, findet uns hier. Kann mich jemand heilen? Los geht endlich. Ich gebe euch Rückendeckung. Nur. Okay, ich würde aber den Part dann hier wahrscheinlich beenden. Es war nichts Besonderes wirklich passiert, aber ich kann sogar mich dahinter teleportieren. Ausgezeichnet. Und dann muss ich sagen, ich beende den Part hier, ne?
Oh, seit schönen Nachts hier. War nicht gerade noch hell? Mein Gott, ganze Nacht haben wir den Typen gesucht. Okay, wie gesagt, ist jetzt nichts Besonderes passiert, aber ich habe so ein Gefühl, wenn wir da reingehen, passiert irgendwie was Krasses oder irgendwie sowas. Also weiß ich nicht. Mal schauen. Deswegen mache ich mal hier einen Schnitt. Und ja, ich sag dann, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.